Eine neue Folge, Hashtag 56 mit Lukas Otte und meiner Wenigkeit. Und ich freue mich, dass wir hier wieder vereint sind. Ja, und ich mich erst mal. Sowas von. Und wir waren fleißig und sind wieder durchs Internet gesurft, sagt man, ne? Modern. Ja, aber auch ich kann. Apropos modern. Einige Läden haben ja seit gestern wieder auf, einige leider noch geschlossen. IKEA noch nicht geöffnet, aber die haben sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, genau. Die haben jetzt Stoff gespendet. Und zwar werden ja immer wieder jetzt Mundschutzmasken genäht. Ja. Von ehrenamtlichen Helfern. Und da die IKEA hat gesagt, komm, hier spenden wir mal ein bisschen was an Stoff. Das habe ich gesehen bei Facebook, bei Ernst Knopp. Auch mal hier verlinkt. Auch auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und auch IKEA leistet seinen Beitrag dazu. Sehr das, schön. Das soll auf jeden Fall so sein. Apropos Atemschutzmaske, da habe ich auch was Tierisches gefunden. Da kriegt ein Kätzchen, glaube ich, einen Strafzettel oder so. Ich gehe mal davon aus, das ist nicht ernst gemeint. Aber auf jeden Fall auch eine witzige Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir bleiben mal beim Witzigen gerade. Erstmal schade für die ganzen Abi-Klassen natürlich dieses Jahr. Oh ja. Weil die ja alle haben ihr Zeugnis zugeschickt bekommen, keine große Übergabe. Kein Ball, kein haben, Nicht. Ja, total ätzend. Aber ich habe ein Abi-Motto gefunden auf Facebook. Ja, Abi 20 mit Abstand die Besten. Auf jeden Fall auch, ja, auch der, nicht verkehrt. Der Humor, der darf einfach, der darf nicht fehlen. Es sind ja auch verschiedene Lager, Koller, mehr oder minder mit einem grinsenden Gesicht gemeint, könnten passieren. Oder sind vielleicht passiert, man weiß auch gar nicht, was soll man mit sich und mit seinem Haustier anfangen. Vielleicht einfach sich auf den Rücken legen und gucken, was der Hund macht, wie in diesem Video. Ja, der dreht hier wirklich ein bisschen am Rad, kann man so sagen, der kleine Wow-Wow. Ich wollte gerade sagen, wer meint zu Hund oder Herrchen? Wer aber auch am Rad dreht, das sind jetzt die ganzen Frauen aktuell. Friseure haben wochenlang zu, wir sehen trotzdem noch top aus, einigermaßen. Finde ich auch, oder? Aber ja, ich würde sagen, hier haben wir ein kleines Bild und das stimmt einfach total. Ich habe jetzt auch schon auf Facebook entdeckt, Leute schreiben, juhu, ich habe einen Friseurtermin. Also das hätte es ja vor einem halben Jahr noch nicht mehr gegeben. Nee, 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 nee. Juhu, ich habe ein neues Auto, aber jetzt schon, juhu, ich habe einen neuen Friseurtermin. Ich denke mir, das kann, schon, wenn die Friseure wirklich zum ersten Tag wieder aufmachen, das wird, glaube ich, schon mega. Ja. Ich möchte noch was sagen, ich habe noch was Lustiges gefunden zum Thema Koller daheim. Diverse Sportarten kann man natürlich auch umfunktionieren und die Haushaltstechnik macht es möglich. Das sehen wir hier in dem Video. Ich brauche auf jeden Fall auch so ein Ding. Ich ziehe jetzt eine WG. Hast du nicht? Ab Juni. Das ist lustig. Ich brauche so einen Saugroboter, auf jeden Fall. Das ist so da muss Nummer eins auf meiner Einkaufsliste. Muss ja aber einen holen, der auch gleichzeitig wischt. Da muss er auch nie feucht nachwischen. So, ja, was haben wir noch gefunden? Was haben wir noch gefunden? Ja, ich würde sagen, wir sind noch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Das geht immer so schnell, weißt du? Das geht echt schnell. Das ist irgendwie so, man fängt gerade an und schon bevor ich anfange zu schwitzen, ist die Sendung schon vorbei. Ich würde jetzt noch gerne mal mit dir einfach anprosten an unserem Feierabend. Wir müssen ja Abstand halten. Dürfen wir nicht. Aber wir haben ja ein Video entdeckt auf Facebook. Ich weiß, was du meinst. So gut, ne? Sehr gute Überleitung. Das Anstoßen geht auch anders. Und ich würde sagen, das können Sie zu Hause auch so machen. Auch nicht zu viel, damit Sie auch morgen wieder einschalten können. Ja, genau. Und bis dahin, tschüss und bis morgen. Bis morgen. Avviciniamo il tutto!